Bereits zum vierten Mal öffnet am Sonntag der Veilchen Kids Club. Wie wird er denn bisher angenommen? Sehr, sehr gut. Wir freuen uns sehr darüber, dass er so wunderbar angelaufen ist und dass wir so rege Teilnehmerzahlen haben. Wir haben im Durchschnitt um die 10, 15 Kinder bei uns, die freudestrahlend immer mit großer Erwartungshaltung zu uns kommen. Und ja, bis jetzt haben wir niemanden enttäuscht. Vorbeikommen kann jeder. Vorbeikommen kann jedes Kind, das auch Mitglied des Vereins ist. Das hat natürlich versicherungstechnische Hintergründe. Und ja, sonst nehmen wir jeden im Alter von 3 bis 8 bis 10 Jahren. Und wann öffnet der Kids Club am Spieltag? Der Kids Club öffnet eine halbe Stunde vor Spielbeginn und schließt eine halbe Stunde, nachdem das Spiel beendet ist. Sind weitere Aktionen oder Ausflüge geplant? Aktionen an sich, wir haben, denke ich, immer was vor Ort, was zu tun ist. Jetzt irgendwelche Ausflüge können wir natürlich in dem kurzen Zeitraum nicht machen, aber weitere Aktionen, die darüber hinausgehen, sind mit angedacht. Die aber dann nicht zu dem Spieltag, sondern vielleicht mal als Ausfahrt oder weiteres, was den Kindern Spaß macht, ja, gebracht wird. Was kann denn noch besser werden? Oder gibt es irgendwelche Wünsche von den Betreuerinnen? Verbesserungswünsche? Nein, haben wir eigentlich gar keine. Wir arbeiten da sehr harmonisch zusammen. Es ist für jeden was dabei, von klein bis groß. Man muss wirklich sagen, von klein bis groß. Wir können malen, wir können spielen. Wir haben einen ganz wunderbaren Eisenbahntisch. Also es ist für jeden was dabei. Kinderherzen sind da sehr offen. Ich sehe gerade, am 8. Dezember findet ein englischer Weihnachtsmarkt statt. Richtig, naja, ein deutsch-englischer, richtig, als internationale Schule. Wir haben am 8.12. unsere Tore geöffnet für williges Publikum. Wir haben viele Aktionen geplant. Das ist ein kleiner Bazar mit angedacht. Wir haben eine Keksbäckerei. Der Weihnachtsmann kommt kurz vorbei auf eine kleine Stippvisite. Ich denke, der eine oder andere Aue-Fan ist auch mit am Start, so wie wir das kennen. Und in dem Rahmen würden wir uns natürlich freuen, wenn wir noch mehr Besucher bei uns hätten ab 15.30 Uhr in unseren Räumlichkeiten in der Glückaufstraße. Glück auf!